haven't seen a light. Of course, I'm meeting days, cause I was also working all night. I cannot say that I'm doing well. Zurück wieder mit Barbara Lahr und Ulrich Letz von Platz für Wien, platzfr.wien. Das ist die Initiative, die ganz einfach für in Wien mehr Platz schaffen will für, ich sag's mal ganz salopp, für alles, was kein Auto ist. Vereinfachte Form. Also no pun intended, ganz ohne irgendwelche persönlichen Angriffe. Man muss aber einfach darüber nachdenken, dass es so nicht weitergehen kann, wie es gerade tut. Und da reicht es nicht, dass wir über den autofreien ersten Bezirk diskutieren, weil es muss, ich zitiere hier auch, also die ehemalige Stadträtin Maria Vassilakou, es muss für die meisten besser werden. Und das ist ein ganz wichtiges Ding. Wir haben die 18 Forderungen hier. Ich gehe da mal so hinein, wie mit dem so stichprobenartig. Zum Beispiel, da haben wir auf 800 Kilometer Straßen maximal Tempo 30 verordnen. In Wien haben wir 2300 noch irgendwas Kilometer Straße. Mhm. Ja, das ist ja gar nicht so viel, aber ich glaube, dass alle, die uns jetzt zuhören und ein Auto haben, sagen, ja gut, aber nicht meine. Welchen Sinn macht denn das zum Beispiel? Naja, ich glaube, Autofahrer denken sich vielleicht, na vielleicht doch meine, in der ich wohne, aber alle anderen nicht. Also das ist ja die übliche Herangehensweise.
Aber bei der Forderung geht es eigentlich darum, dass man flächendeckend in Wien Tempo 30 macht. Momentan ist es so, dass das im unterrangigen Straßennetz der Fall ist. Also das ist 3/4 vom Straßennetz ungefähr. Das Problem ist aber, wenn man sich zum Beispiel die Verkehrsunfallkarte anschaut, gibt es bei der Statistik Austria auch online anzusehen, dass eigentlich der Großteil der Unfälle mit Personenschaden im Hauptstraßennetz passiert. Einfach aufgrund der hohen Geschwindigkeiten. Das heißt, dort passieren einfach mehr Unfälle und die passieren, sind schwerer. Und genau darum geht es, dieses Thema anzusprechen. Wien hat sich auch schon mal zum Ziel gesetzt, die Vision Zero, das heißt null Verkehrstote, ist generell weltweit Ziel von vielen Städten. Aber das erreicht man eben nur durch eine wirkliche Senkung der Geschwindigkeit. Das ist für mich interessant, weil ich ja immer der Meinung bin, dass autonomes Fahren das nicht leisten wird, sondern langsames Fahren wird das leisten. Da bin ich ganz bei euch. Vor allem auch deswegen, also weil autonomes Fahren teuer ist und das allererstes einmal die es machen werden, die sich es leisten können. Und das sind die, die also Leute abschaffen wollen, die sie fürs Fahren bezahlen. Das heißt also, das sind die Fahrtdienste, das sind die Transportdienste und damit passiert gar nichts, weil die haben nämlich die routinierten Fahrer, die wenig Unfälle machen, verhältnismäßig nach den Zahlen, die ich aus Deutschland kenne. Also der LKW-Fahrer baut wesentlich weniger Unfälle mit Personenschaden, weil er die Routine hat, außer er überanstrengt sich komplett, wie jemand, der Sonntagsfahrer ist und dann eben, sage ich mal, 20 Mal im Jahr mit dem Golf Plus rausprescht und irgendwann erwischt er halt die Ausflüger. Das ist nicht die Lösung. Langsamer fahren ist eine gute Geschichte. Das hat auch, sage ich einmal, die Grazer nicht umgebracht, die da schon ein bisschen weiter sind mit Tempo 30, in den Nebenstraßen zumindest. Und ich merke es auch selber, mein Fahrverhalten hat sich in den letzten Jahren ganz dramatisch nach unten dezidiert. Und nein, nicht, weil ich älter geworden bin, sondern weil ich ganz einfach, weil es mir wurscht ist, ja, weil ich ganz gerne Podcasts höre im Autofahren und weil ich mir die Zeit nehme, wenn ich sage, hoffentlich dauert die Fahrt so lang wie das, was ich hören will. Also bei den Überlandfahrten speziell ist es so, dass das Tempo für mich irrelevant ist und in der Stadt eigentlich auch und die Karre meistens steht. Aber langsam fahren ist einmal eine gute Geschichte, damit kann jeder von selber anfangen. Vielleicht kommt Tempo 30 von den Bürgern her, wäre auch etwas. Ne? Die fahren so langsam, da stellen wir ein Schild auf. Dann haben wir hier, schönes Thema, Forderung 6, 350 autofreie Schulvorplätze einrichten. Liebe Helikoptereltern, wie ist das zu verstehen? Ja, da geht es genau um das Thema, diese Elterntaxis auch zu vermeiden. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, vielleicht auch aus dem Grund, weil es ja so gefährlich ist am Schulweg, ohne zu verstehen, dass man selbst der Gefährder ist, wenn man mit dem Auto fährt. Es geht auch darum, dass... Huch, das war eine ordentliche, voll links. Das, ja, aber es ist ja so, weil man ist ja morgens dann auch nicht unbedingt, sage ich mal, der Aufmerksamste. Man hat schon vielleicht am Weg zur Arbeit was im Kopf, stopft noch geschwind den Nachwuchs auf die Rückbank, ist im Stress, weil der Verkehr um die Zeit natürlich peakmäßig auch nicht der beste ist. Und dann passieren halt so die Sachen. Ne? Also wir denken nur an diese, das war jetzt für keine Eltern, sondern es war LKW-Fahrer, aber es kann jedem passieren, der kleine Junge, der also überfahren worden ist im dritten Bezirk. War also noch dazu der Sohn von Freunden von mir, eine sehr unangenehme Geschichte. Und ich glaube, das ist nicht getan damit, dass man da jetzt nur irgendwelche piepsenden Blinker fordert, sondern da ist generell einmal eine Entschleunigung notwendig, ganz sicher, um diese schwachen Verkehrsteilnehmer auch zu sehen, weil Kinder gehören in den Verkehr. Was sollen sie denn lernen? Ja, ich meine, und gerade da ist das Elterntaxi, glaube ich, ganz schlecht geeignet. Und man kann natürlich auch noch eines machen, liebe Eltern, ihr werdet mich hassen, man kann sich natürlich eine Schule nehmen, wo man nicht hinfahren muss. Ui, sozialer Abstieg. Also das ist aber ein heißes Thema und da kriegt man sofort von links und von rechts ein, wenn man das anschneidet. Aber so viel schlechter sind die nicht geworden in den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist natürlich auch noch ein Thema, ja, weil vielleicht schaue ich mal, wohin kann mein Kind zur Schule zu Fuß gehen. Also bei mir war das zumindest so. Ich bin nie irgendwo hingefahren, weil man hat immer geschaut, gibt es irgendwas. Und das war nicht immer die richtige Schule. Also man hat ein Realgymnasium erwischt und von Mathematik habe ich nichts verstanden. Das war halt einfach nur schwerer und hat mir Nachhilfe gekostet. Dann haben wir hier, was haben wir denn da noch? Gut.
die erste Forderung, die finde ich nett, 100 verkehrsberuhigte Wohngebiete mit hoher Aufenthaltsqualität. Da sind wir wieder bei den Superblocks. Genau, und da haben wir ja in Wien, wenn ich das nur vorher hineinätzen darf, ja, damit es nicht so ganz einfach ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, da haben wir in Wien so ein bisschen, sind wir als Stadt verschrien, dass hier, wenn jemand gesagt hat, wenn es der Richtige zum Richtigen gesagt hat, ich hätte gerne eine Wohnstraße, dann hat er sie auch gekriegt. Manchmal so ohne viel Sinn hinter der Planung, einfach weil da Begehrlichkeiten gewesen sind, die möglicherweise über Sinnhaftigkeiten hinausgegangen sind. Ich will es einmal charmant ausdrücken. Superblocks ist, glaube ich, was anderes, als da wünscht sich irgendwer eine Wohnstraße und kriegt sie, damit er Ruhe hat. Was ist denn das? Erklär uns das, lieber Ulrich. Naja, da geht es darum, eben nicht nur einzelne Straßenzüge zu beruhigen, sondern um zusammenhängende Gebiete attraktiver zu machen. Wir haben es ganz am Anfang schon angesprochen, heißt international Superblock, läuft unter dem Begriff. In Barcelona wird das seit einigen Jahren angewendet. Da gibt es einen Plan, das flächendeckend umzusetzen. Und das System beruht eigentlich darauf, dass man mehrere Baublöcke, also zu einem größeren Superblock zusammenfasst und den Durchzugsverkehr quasi an den Rand dieses Superblocks drängt. Machen das heißt, die das schon, die Barcelonesen? Die machen das schon. Ich war vor 2 Jahren dort, habe mir ein paar davon angeschaut. Liebe Wiener, seit 2 Jahren Superblöcke, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Für Menschen, ja, das ist, fährt da ein Auto drinnen? Oder? Ja, das ist ja die Idee dahinter, dass man noch immer überall zufahren kann, weil es gibt natürlich immer noch bewegungseingeschränkte Leute, die zu ihrer Wohnung gebracht werden müssen oder abgeholt werden müssen mit Krankentransporten. Es gibt noch immer, wenn die Küche geliefert wird mit einem LKW oder mit Lastenrad, wie auch immer, dann soll die Zufahrt natürlich möglich bleiben, genauso für die Feuerwehr, wenn es einmal brennt. Aber es geht einfach darum, dass nicht mehr der überregionale oder der überlokale Durchzugsverkehr einfach durch die Wohngebiete durchfährt. Und das wird eben unterbunden durch Diagonalsperren zum Beispiel. Das heißt, ja, Schrebergarten-Mentalität in größerem Stil? Oder? Na, gar nicht. Es geht eigentlich darum, den Wohngebieten wieder den ruhigen Charakter zurückzugeben, wie es einmal gedacht war. Wir haben schon vorher kurz über die autogerechte Ausgestaltung der Stadt geredet. Wenn man sich die Westbezirke da anschaut, zwischen Gürtel und Wattgasse, wird man draufkommen, da gibt es einige Einbahnen, die über mehrere Bezirke durchgehen. Schleichwege, 3 Gassen parallel zum Gürtel, wo man sich Ampeln erspart, oder wo man entsprechend... Oder Neiner Vorrat und alles das. Das ist kein Unbedingt. Ja, genau. Das im 18. Grund, genau. 17. Anfang, also ich weiß genau, was du meinst. Das sind einfach Schleichwege, die mitten durchs Wohngebiet durchgehen, obwohl es parallel eine hochrangige Straße gibt, auf der eigentlich der Durchzugsverkehr oder der hochrangige Verkehr passieren sollte. Und ins Wohngebiet muss man eigentlich nur, wenn man zufahren will und wenn man dort wohnt. Und genau das soll eben mit diesem Superblock sichergestellt werden, dass wirklich dort nur noch die Leute hinfahren, die entweder was liefern oder dort wohnen. Also das ist nicht zu verwechseln mit diesen zum Beispiel den neuen Stadtvierteln, weil die sind ja nach wie vor uneingeschränkt erreichbar. Also ich kann zum Beispiel in Sonnenviertel hineinfahren. Ich bin halt getrennt dann von der anderen Seite durch die Straßenbahngeleise, wo ich nicht hinüber kann, aber ich kann von beiden Seiten eigentlich sehr gut hinein. Es gibt so Punkte, wo es nicht mehr geht, aber das ist dann auch wirklich nur für Fußgänger gemacht. Das heißt, das entspricht auch nicht genau dem, sondern eigentlich sind die von der Optik jetzt wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem, wie sie vorher waren. Also die sind nicht gleich komplett alles mit Wiese begrünt und der Asphalt ausgerissen. Stellenweise wahrscheinlich, werden also Inseln gebildet etc. Aber eigentlich also ist es für den Anrainer nicht unmöglich, dort zu leben und mobilisiert zu sein. Kann ich das so mir vorstellen? Ja, das Mobilisiertsein ist ja sowieso nicht das Problem. Die Frage ist natürlich, was man mit dem Platz macht. Gibt es also in einem Superblock noch Laternengaragen oder wie ist das? Nicht mehr viele, ne? Also eigentlich geht es darum, dass man nur noch Ladezonen hat und Behindertenstellplätze. Und wo sind die Autos? Nur in den Garagen. Die gibt es dann?
Ja. Die baut man draußen herum oder was? Die sind schon da. Die gibt es zum Großteil. Sehr spannend. Im 7. Bezirk ist der einzige bislang, der eine Studie macht.